やれやれ。Hey Leute, ich habe mir heute eine neue Kamera besorgt und ich dachte mir, naja, ich probiere die direkt mal aus und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit. Mit nach Shibuya. Ja, der Senpai, ne? Der ist leider nicht dabei, weil den hat die Krippe geholt. Und naja, was soll man da machen? Deswegen erzähle ich euch heute ein bisschen was. Und ja, wie schon im Intro erwähnt, ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Aber das ist halt nicht nur irgendeine Kamera. Das ist eine sogenannte Gimbal-Kamera oder Stabilisator-Kamera oder keine Ahnung, wie man das nennt. Auf jeden Fall macht die das Footage ganz smooth. Also ja, wie soll ich das sagen? Also, ihr seht es ja im Bild, ja? Oh. Oh, das ist Pepper. Ja, und keiner mag Pepper. Also, weiß ich nicht, das ist so ein Roboter, der soll eigentlich ganz cool sein. Und der ist eigentlich auch ganz cool, aber ich mache immer Posts über den. Mindestens habe ich schon 3 Stück und kein Mensch interessiert sich für den. Also, nee. Also, der kommt nicht in meinem Video vor. Sorry, nee. Ja, und sorry, dass ich heute nicht so hyperaktiv bin, weil meine Welt steht Kopf, quasi, ohne Senpai. Weil, keine Ahnung, wir wollten heute eigentlich drehen, das neue Video, das 4. Video mittlerweile. Oder das 5. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, also eigentlich weiß ich nicht. Also wir haben schon so ein paar Sachen im Kasten. Ein paar Sachen sind noch geplant. Aber irgendwie muss man auch erstmal dazu kommen, das zu schneiden. Oder man muss es halt ganz schnell zusammenwerfen und dann raushauen. Aber das wollen wir eigentlich auch nicht. Okay, dieses Video ist schnell zusammengeworfen und rausgehauen. Aber ja, reden wir über Shibuya. Okay. Wart ihr schon mal in Shibuya? Wie war das für euch? Ich habe in einem Kommentar gelesen, dass es eigentlich für manche ganz interessant sein soll, einfach mal so ein bisschen durch die Nachbarschaft zu laufen. Okay, das ist jetzt nicht meine Nachbarschaft. Ja, ich glaube, hier wohnt auch kein Mensch. Hier gehen die Leute nur zum Einkaufen und irgendwie zum Essen, poppen, was auch immer. Ihr seht es ja selber. Ich meine, das ist jetzt hier Donnerstagabend. Also es ist nicht Freitag. Ich glaube, Freitag wäre jetzt noch voller. Aber allgemein ist hier schon ganz schön viel los. Also... Ja gut, ich bin jetzt in den Nebengassen, da ist es nicht so viel, obwohl für deutsche Verhältnisse ist das schon, weiß ich nicht, Weihnachtsbummel, Ausmaße, wie sagt man nicht, ich habe keine Ahnung. Also auf jeden Fall ist da schon, geht da schon einiges. Ach ja, jetzt kommen wir hier gleich hier, pass mal auf, achtet mal gleich mal rechts hier, das ist irgendwie, der erinnert mich so ein bisschen an Logan Paul, der da gleich kommt, der gleich rechts, seht ihr den? Guckt mal, der guckt auch. Oh mein Gott. Nee, das ist Logan Paul. Verdammt. Okay, ich habe Logan Paul im Video, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, schnell weiter. Also hier links, da seht ihr dann den Starbucks. Und über der Straße da hinten ist Hachiko. Warum ich das jetzt sage, ist, das sind so... Hachiko ist ja der typische Treffpunkt in Tokio. Und alle sagen so, komm, wir treffen uns beim Hachiko und so weiter. Aber da stehen natürlich die Leute übelst wie verrückt. Und hier, Starbucks, seht ihr, schön in einer Reihe, kann man da gut stehen. Ja, und da kommen wir schon wieder auf die Kreuzung. Also diesmal von der anderen Seite. Wir sind vorhin vom Bahnhof quasi gekommen, vom Hachiko aus. Jetzt laufen wir quasi zum Hachiko zu, das ist da, wo der Baum ist. Oh, jetzt sieht man mich. Cool. Ja, ich wollte gerade über Styles reden, aber ich habe keinen. Aber diese Leute hier, ich meine, guckt euch mal an. Also wenn ihr so irgendwie interessiert seid, in Street Sides oder so ein Scheiß, dann ist Tokio eigentlich genau das Richtige für euch, weil hier geht einiges. Aber was wollte die denn? Ja, da könnt ihr mal schön sehen, wie lang so eine Ampelphase hier eigentlich ist. Also mir kommt es manchmal so vor, wie so ein einziger riesiger Park. Oh mein Gott, jetzt sieht man mich schon wieder in Großaufnahme. Oh mein Gott. Ja, wo war ich? Lange. Oh Gott, der hat auch einen geilen... Oh nein. Und ich sag noch, ich plane das nächste Video besser. Na gut, ich habe auch gesagt, Senpai ist da beim nächsten Mal. Aber ist er leider nicht. Aber ich verspreche es, beim nächsten Video wird er dabei sein. Und das wird ein richtig cooles Video. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Und ja, das war's fürs Erste. Ein kleiner Einblick nach Shibuya. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.